Hallo meine Freunde des gepflegten Displays und herzlich willkommen zu einer... Ich soll den Ton runterdrehen. Zu einer neuen Folge oder weiteren Folge? Eigentlich neuen Folge. Was hast du? Also, ich weiß nicht, man könnte es natürlich auch zwischen das alte Display. Obwohl, ist es überhaupt auf deinem Channel? Ja, das alte Display ist aber abgeschlossen und jetzt ist es hier ein Let's Play Together. Nein, ich meine das Let's Play mit Jan. Ach so, gibt's das überhaupt noch? Ich weiß nicht. Ja, sagen wir einfach, willkommen zu einem neuen Let's Play. Mit mir, Griesbei, solltet ihr wissen, seid auf meinem Kanal und dabei habe ich den Empire of Happiness TV. Ja. Ja. Wurde auch mal wieder Zeit, dass man da... Terraria zusammenkommen. Ja, ja. Zusammenkommen. Zusammenkommen. Wir haben uns heute jetzt zusammengefunden, ja, um den Bund der Ehe einzugehen. Oh Gott. Niemals. Wenn Sie das wollen, sagen Sie jetzt nein. Wie lange ich kein Terraria mehr gezockt habe. Ja, es ist schlimm. Ich glaube, das war, wenn du nach Minecraft spielst, hast du keine Ahnung, was du machen musst. Ich glaube, das letzte Mal Terraria habe ich mit dir und mit Jan gezockt. Ja. Und das ist schon ein bisschen länger her. Ich muss mir bei so wenig mal Industrial Craft angucken in Minecraft. Dann nimm lieber Feed Beast. Was denn Ding? Das ist alles zusammen. Das ist Feed Beast. Gibt's da nicht auch das Ultima Pack oder wie es heißt? Ja, das ist sozusagen der Zusammenschluss der meisten benutzten Mods und das ist, glaube ich, sogar Bucket-kompatibel. Hm. Häschen! Ich glaube, das wird das gesamte Display so gehen. Wobei ich aber sagen muss, dass mir Terraria schon immer besser gefallen hat als Minecraft. Ja, es hat sowas. Sowas, keine Ahnung. Es hat einfach viel mehr zu bieten als Minecraft. Ja. Zumindest von der Grundversion aus. Ich hab's auch wieder gemerkt, also. Ja, ich hab mit Jan mal eine Serverwelt gehabt auf Minecraft, einen Bucket-Server, die über mehrere Versionen ging und so. Immer dieselbe Map. Und immer im selben Haus. Und jetzt haben wir neu angefangen. Jeder hat eine eigene Base gebaut und wir haben keine Ahnung, 4 Tagen keinen Lust mehr gehabt. Und das sagt dir jemand, der bei... Ist es Fire UK? Creative Node. Ist dasselbe, oder? Nee, Fire UK gibt's nicht mehr. Was? Die haben kein Geld mehr. Die haben kein Geld mehr, weil einer vom Staff das Bankkonto leergeräumt und geliebt ist. Ah. Ist ja nett. Ja, der hat 18.000 Euro von der, aus der Serverkasse genommen. Und 18.000 ist schon verflucht viel. Aber wenn man denkt, was die für ein Geld machen... 18.000 verdiene ich nicht im Monat. Zumindest ist nicht mit YouTube. Komm schon! Geh doch. Sprügel hier meinen Stock. Wodurch verdienen die denn Geld? Also ich weiß ja, was die machen. Für die, die nicht wissen, was die machen, die bauen verdammt gute Maps. Die verdienen ein klein wenig Geld durch YouTube. Sie verkaufen die Maps, die sie machen, an größere Server. Und ich glaube, die werden sogar gesponsert. Das kann ich mir vorstellen, dass die gesponsert werden. Ich meine, das ist einfach nur fucking awesome, was die machen. Ja. Das sind auch alles fucking Nerds. Wir werden im Moment von Sudo Hosting gesponsert, der auch unser Server stellt. Sudo Hosting, das klingt mir sehr nach Linux. Weil ich weiß nicht, ob du es weißt, aber der Befehl, um Administrator zu werden auf einem Server per Commons, ist Sudo Su. Nee, also ich habe noch nie mit Linux gearbeitet. Also ich habe mich da immer auch ganz strikt geweigert und hatte immer Windows-Server. Jetzt, wo ich das aber auf Arbeit mal gemacht habe, muss ich sagen, es ist einfach viel geiler, wenn man es einmal kennt. Und hier ist ein fucking Abgrund. Nicht nur, dass es also super funktioniert, gerade so beim Hochladen und so. Oh. Siehst schon leicht fertig aus. Okay, gut, was soll ich sagen, ich bin Gandalf. Du bist ein Straßenpenner und ich bin
Son Goku, wenn das er seine Tage nicht. Hat. Hast du mal einen Straßenpferd mit weißen Haaren gesehen? Nee, die leben meistens nicht so lange. Der war hart, oder? Ja. Alter. Hast du bisher irgendwas davon bekommen? Geht's der Härte ab als ein Kongo. So. Welcome to the jungle! Da ist eher Welcome to the Kinderarbeit. Da ist ein riesiger Abgrund. Flop! Irgendwie hatte ich sowas doch angedeutet. Nein! Hat er wohl die Biege gemacht. Ich wollte so Assassin's Gandalf mäßig gegen die Wand jumpen, um da auf dem Vorsprung zu landen, aber... Ja, Gandalf. Aber irgendwie Gandalf. Hat er den Heuhaufen verpasst. Hässchen! Ich würde ja auch gerne ein bisschen rumschreien, aber meine Mutter pennt schon. Und das wohl bemerkt um... Naja, fast. Fast. Was ist denn 22 Uhr umgerechnet? 22? Das ist 10, oder? Ja, 24 ist 12, minus 2 ist 20, ist dann 10. Alter Faller, ey. Was? Also, wie spät ist es? 22. AM. Nein! Ich bin auf meinem Grabstein gestorben. Grabstein, fang mich! Pff, damn it! Also jetzt kann er mich mal, dieser Schacht. Also, dein Grabstein springt hier gerade die Treppenstufen runter. Es sieht sehr geil aus. Der ist höchst erfreut über den Fakt, dass ich gestorben bin. Jetzt ist er mal stehen geblieben. Jetzt mal den Schwein, ja, den Schwein muss ich mal verprügeln hier, okay. Damit ich Gel krieg. Er hat angehalten. Er steht stabil. Du kannst ihn mitnehmen. Ja, damit ich ihn aufstellen kann oder was. Also als Trophäe. So, Empire of Happiness ist 2521 Mal durch Fallschaden gestorben, weil er einen Spaß an derselben Klippe. Okay, an derselben Klippe. Herausforderung akzeptiert. Was macht eigentlich mehr Schaden an den Gegnern? Eine Axt oder ein Pickaxe? Oder ist das egal? Wie wär's mit einem Schwert? Das Schwert ist für einen Sack. Ja, die Kurzschwerter sind tatsächlich für einen Sack. Deswegen freue ich mich schon auf ein Breitschwert. Ein Breischwert. Du kriegst deinen Krieg! Krieg. Ich habe eben wieder ein bisschen Brickforce aufgenommen. Bist du eigentlich immer noch in diesem Schacht? Ja. Und dann nach 3 Minuten hast du ihn angerufen und dann dachte ich mir so, geil, es hat einmal die Brickforce-Aufnahme geklappt und jetzt sowas. Ernsthaft? Ja. Scheiße. Geil, ich nehme das nochmal auf. Ich muss mal die Stängel hier abbrechen. Die Stängel? Ja, diese Bäume kannst du ja wohl nicht nennen. Ey, cool, ich komme gerade sogar hier in den Rhein, weißt du? In den Rhein? Genau. Was machst du denn in dem? Jetzt schreib mich jemand in Steam an. Pass auf, ich weiß, wer es ist. Oh, kriegst du. Ich wollte schon losschreien und den total zur Sau machen, weil ich dachte, es wäre. Ja, immer dann was. Ich weiß, wer es ist. Nyax. So, okay, Chris. Ich bin hier. Ja, ich weiß nicht, ob die Zuschauer den Steam-Chat lesen, soll ich schon sehen. Ich weiß auch gar nicht, ob es so gesund ist, das Spiel zu minimieren. Oder minimiert ja nicht. Du machst das mit Shift und Tab. Ja, ich weiß. Das ist kein Minimieren. Inwiefern die Aufnahme das mag. Ich habe ja eine Aufnahmeanzeige, ob ich recorde oder nicht, und da ändert sich nichts. So. Das Ding ist bloß, man sieht das leider nicht im Spiel an sich, was ich sehr schade finde. Ich brauche einen Stock. Du brauchst einen Stock? Ja, diese komischen Lichtschwertstäblofnis. Meinst du eine Fackel? Nee, die Stöcke, die man ins Wasser werfen kann. Du meinst einen Glowstick? Ja. Ich hab dich gerade irgendwo gehört. Ja, ich bin hier oben, warte.
Ich schmeiß mal einen TNT runter. Ich rumpel mich mal hier runter. Ja, ich seh dich. Wer leckt so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Gandalf mit seinem Bart. Mit seinem Bart. Ja, ein Kind hat Gandalf nicht. Wenn du links den Block weghaust... Ja, ich hab die ganze Zeit links rechts genommen. Und jetzt auf einmal sagst du Aslak. Das ist eine Höhle. Das sieht komisch aus. Sieht aus, wenn du, als wenn du zwei von den Brüklos hier gleichzeitig schwingst. Schwing gleich hier was ganz anderes. Jetzt geht doch. Oh, da sind Smaragd, Saphire, Diamanten, Amethysten. Deine Fackel ist. Atheisten? Atheisten. Nee, sind sogar Amethysten. Also Atheisten. Die Fackel war natürlich wieder heldenhaft platziert. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Da oben. Ein Gefäß. Ein Gefäß. Es wird die Seele Satans beinhalten. Mindestens. Sag mal, hast du auf YouTube mal den offiziellen Jesus-Tanz gesehen? Den habe ich dir sogar gelinkt. Was? Und wir haben uns darüber unterhalten, wie man solche Videos aus der Psychiatrie kriegt. Jesus, oh, oh, oh. Jesus, oh, oh, oh. Jesus, du bist super cool. Jetzt alle, Jesus, oh, oh, oh. Ich will gar nicht wissen, was die dem Typen bezahlt haben. Weißt du, ich kann mir sogar vorstellen, dass der das umsonst gemacht hat. Ja. Ja, so. Mach meine Fackel weg, du Mungo. Ich will da ans Eisen nun nach. Und den Block, wo es dranhängt. Nein! Oh, verdammt! Ich will hier doch nur. Nein! So, hier, durch die Wand. Ne, durch den Boden. Also ganz ehrlich, das. Ja. Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Mit Jesus? Ja, der. Also, komm schon. Ich meine, okay. Aber. Ich meine, okay. Aber so. Ist so retarded, kann man doch einfach nicht sein. Das Schlimmste war Ich hab größten Respekt vor Leuten, die so ihre Probleme gelöst kriegen, ja? Einfach mal den Jesus-Tanz einstimmen. Aber. Das Schlimmste war einfach, dass die Frauen auch noch halbwegs gut aussahen. Das waren wirklich durchtrainierte junge Damen. Und der kleine Spacken, der da mitsaß, ey, den ist aber richtig an abgegangen. Und dann die Moderatorin danach. Und? War es toll? Ja. Ich war auch der, ey, alter Falter hier. Könnte das arme Kind nicht so aufgeilen. Da, warte. Das ist nun dein Problem. Da unten kämpfe ich gerade gegen den Inhalt meines Rachens. Ich weiß nur, dass ich dich da unten gerade eingesperrt habe. Ah! Zu sehen, natürlich. Let our final battle begin, Schleim! Ich mache keinen Schaden. Wie viel Leben hat der denn, um Gottes Willen? 45, okay, ich schaue in meinen Schaden rein. Yeah, down! Jesus. Jesus Christ. Gab doch hier auch einen Terrarien-Chat, oder? Cool. Jesus Christ. Ja. Jesus Kruste. Stuffed Crust King Kai. Was meinst du, schaffen wir es, das Spiel durchzuspielen mit allen Bossen und... Nee. Da ist Gold. Es wird eh so ein Projekt mit über 300 Folgen. Ich überlege gerade, welche Möglichkeiten uns offen stehen würden, wenn es mir möglich wäre, Konsolenspiele zu let's playen. Warum uns? Ich habe nur eine Konsole. Ich habe auch noch eine Menge Konsolen. Wobei, ich habe zwei Konsolen. Aber die eine Konsole kann man nicht... Und so. Ja, allgemein, was ich auf Konsole let's playen würde, wäre wenn Kirby Air Ride. Kennst du das? Nee. Warum kennt das immer keiner? Ist ja auch so ein abgefucktes Mungo-Spiel, was irgendwie versucht an Mario Kart ranzukommen, aber dabei wirklich failt und am Anfang von jeder Runde fährst du halt in so einer Stadt rum und upgradest dein Auto, damit es schneller wird und so. Und